Ja, nur die Umsetzung ist halt so schwer. Ich habe ja nicht die Referenzerfahrung. Videos und dann tagträumst du vor dich hin, dann stellst du dir vor, wie du auf dem Balkon stehst, wie du, deine Lieblingsaussicht ist, wie du in der Küche irgendwas kochst, vielleicht mit einer Frau. Und letztlich, so banal wie sich das anhört, letztlich entwirfst du so deine Zukunft. Und da kannst du nicht sagen, Referenzerlebnisse. Du hast nie Referenzerlebnisse für Dinge, die völlig neu sind. Für deine Zukunft, die du noch nicht erlebt hast, für Menschen, die du noch nicht kennst, hast du nie Referenzerlebnisse. Also musst du diese Referenzerlebnisse in deiner Fantasie erzeugen. Dazu ist die Fantasie da. Das ist das, was wir Menschen allen anderen Lebewesen voraus haben. Das macht unsere schöpferische Kreativität aus. Und kreativ sein heißt schöpferisch sein. Also kreativ sein heißt erschaffend sein, Erschaffer, ein Kreativer. Und das macht uns besonders und uns zum Schöpfer unserer Lebensumstände. Und die Tiere und alle anderen Lebewesen, die brauchen viel, 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 viel länger, um irgendeine kleine Veränderung zu erschaffen. Hunderttausende, mehrere Hunderttausende, vielleicht Millionen von Jahren, genauso wie die Pflanzen. Aber wir schaffen das relativ schnell, weil wir haben durch unser Bewusstsein, unseren Verstand, die Fähigkeit, die Energie zu manipulieren, die Energie zu formen. Und das machen wir, wenn wir Reichtum praktizieren, wenn wir Gesundheit praktizieren, wenn wir jede mögliche Emotion praktizieren, dann formen wir die Energie und strahlen in dem Moment eine andere Energie aus. Und jedes bisschen zählt, ja, jedes bisschen zählt. Jedes Trainieren macht diese Art von Energie zur mehr präsenten Energie in uns. Macht das einfach nur, um den Prozess zu testen. Ne? Sage mal sehen, was passiert. Ja, wenn was passiert, ist gut. Wenn nichts passiert, ist gut. Ich mache das jetzt 20 Mal am Tag. Mach das bitte weiter. Sei da diszipliniert. Ich möchte, dass du siehst, wie sich in deinem Leben was verändert. Aber warte nicht drauf. Vertraue einfach, dass das der erste Schritt im Prozess des Erschaffens ist. Vertraue einfach. Weil wenn du das nicht machst, dann ist es so, als ob du immer wieder einen Samen säst. Und dann machst du die Erde ein bisschen auf und guckst, ob aus den Samen schon was geworden ist. Dann säst du wieder einen neuen Samen und dann machst du wieder die Erde auf und guckst, ob aus dem Samen was geworden ist. Damit tötest du den Samen. Also lass das sein, geh in die Vorstellung, sprich die Worte aus und mach das einfach nur, weil du das Universum testen willst und erwarte nichts. Das ist das Mindset, das du brauchst.